So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir schleichen uns gleich mal hier rein. Ja, sieht gut aus. Und plündern hier ein bisschen rum. Nehmen alles mit, bevor wir erwischt werden. Lala, uns sieht keiner. Oh, das ist gar kein Schrank. Hier haben wir aber noch eine Truhe. Und nochmal von vorne. Und nochmal von vorn. Jawohl. Links, links, rechts, rechts ist die Kombo. Und wir nehmen das Wolfsfell und 95 Gold. 666, die Zahl des Teufels, das steht mir. So, die Tür geht normal auf. Okay, nochmal eine Truhe. Ah. Und nochmal. Links, rechts. Verdammt. Links, rechts, rechts, jawohl. Links. Ein goldener Pokal und Kerzenleuchte ohne Illusion. Könnte uns noch nützlich werden. Komm, hier plündern wir auch noch kurz alles. Ein Heilkraut. Wer lagert ein Heilkraut in den Schrank? Seid ihr blöd? So, wer bist du denn? Ukos. Hier dürfen wir bestimmt nicht klauen, ne? Ja, da kommst du. Weg mit dir! Ja, ja. Ist okay, kannst gehen. Kommt er? Nee. Okay, dann schleichen wir noch hier kurz hoch. Hier gab's ein Bett. Oh, irgendeine Tür. Und nochmal von vorne. Okay. Links, links, rechts. Links, rechts, rechts. Geschafft. Nochmal zwei Rüstungsplatten und Knochen. Wer braucht denn die ganzen Rüstungsplatten? So, und hier kann man. Das Schloss ist zu schwierig. Genau, das ist zu schwer. Ja, den Schrank können wir nicht looten. Wird wahrscheinlich auch nichts Großes drin sein. Hier können wir auch nicht rein, weil der hier bewacht alles. Den Ukos wacht über Lagerhaus. Den will ich nicht herausfordern, das ist ein Ogre. Und sonst? Alles klar bei dir, Großer? Alles klar, Boss. Wie viel Fleisch kannst du essen? Viel. Einmal hat Ukos ganze Kuh gegessen, ganz allein. Aber Menschen werden böse, wenn Ukos isst ganze Kuh. Dann solltest du das lieber lassen. Okay, wir klauen mal lieber seine Waffe, statt die Bolzen, auch wenn die Bolzen viel nützlicher sind. Kannst du mir zeigen, wie ich so stark werde wie du? Niemand ist stark wie Ukos. Aber ich dir helfen, stark zu werden. Hast du Gold? Ukos braucht Gold für Fleischerei. Na klar. Zeige mir, wie man kämpft. Was hast du? Axt. Ja, brauchen wir nicht. Axt brauchen wir nicht. Aber wir haben jetzt deine coole Keule, die wir nicht mal ansatzweise ausrüsten könnten. Schön. Ordenskrieger, der bewacht da nochmal extra. Gut, also hier kann man erstmal nichts ausplündern, das kommt noch. Schauen wir uns erstmal ganz normal um. Ich wette, die Truhe da hinten vergessen wir. Oh, aber hier können wir uns umschauen. Das bemerkt keiner. Oder kommt der da hinten rein? Der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Oh Gott, ist der blöd. Oh Gott, ist der dämlich. Oh Mann. Okay. Aber viel gab es hier leider nicht zu holen. Ja, verschwinde von hier. Ja, ja, habt ihr gehört. Meine Fußstapfen waren zu laut. So, da ist der dritte Bandit. Und der dritte Ordenskrieger, die in Konflikt sind. Konflikt sind. Gehen wir gleich hin. Sprechen aber erstmal mit dieser edlen Annika mit einem N. Hallo. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar? Verstehe. Gut, dir. Du bist das bezauberndste Wesen, das ich je gesehen habe. Oh, danke. Das war das Netteste, was mir ein Mann jemals gesagt hat. Du bist nicht so wie die anderen. Du weißt, wie man mit einer Frau umgeht. Ja, und jetzt lass mich dich flachlegen. Wer ist Sonja? Wer ist Sonja? Sag bloß, du kennst Sonja nicht. Was bist du denn für einer? Donna Sonja ist mein Boss. Ihr gehört das Bordell am westlichen Hafenkai. Ah ja. Okay. Also, das war eine professionelle. Ja? Sergio? Du bewahrst hier die Schiffe. Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute.
Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Du bist ein, schon mal ein Dieb gefangen? Schon mal ein Dieb gefangen? Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Spotte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden wie unser Gefangener in der Hafenkaizelle, oder? Du bist ein Ordenskrieger? Du bist ein Ordenskrieger. Du? Wer hat dir das gesagt? Dein scharfer Verstand nehme ich an, was? Nein, eher deine Rüstung nehme ich an. Ja, ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Na, wie ist der so? Den kennst du persönlich? Wie ist der so? Er ist ein harter Mann mit festen Prinzipien. Wenn er ein Ziel vor Augen hat, kann ihn niemand aufhalten. Sein Wort ist Gesetz. Seine Faust zerschlägt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr imposante Erscheinung. Du wirst ihm sicher irgendwann gegenübertreten. Ja, da komme ich wohl nicht drum herum. Keine Angst. Wenn du dem Weg der Ordnung und Disziplin folgst, wirst du ihn für dich gewinnen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das nicht mein Weg ist? Dann solltest du ihm besser niemals begegnen. Oh. Okay, da ist der Mann in der Hafenkaizelle ist ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanov ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Romanov ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanov vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanov nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Der Befehl des Inquisitors ist eindeutig. Jeder Gegenstand aus Gold soll in die Vulkanfestung geliefert werden. Romanovs Gold stammt direkt von Don Esteban. Grund genug, um alles zu versuchen, da heranzukommen. Findest du nicht? Klar, macht Sinn. Gut, das ist, glaube ich, dann der vierte Konflikt hier. Vielleicht kann ich dir helfen, Romanovs Gold zu finden. Ha! Der Hundesohn wird auch dir nicht sagen, wo er es versteckt hält. Würde mich schon sehr wundern, wenn er so mir nichts, dir nichts seine Meinung ändert. Wir haben ihn hier am Hafenkai verhaftet, bevor er die Stadt verlassen konnte. Das Gold kann also nicht weit sein. Wenn ich bloß wüsste, wo. Ich werde es finden. Ich werde Romanovs vielleicht Gold für dich finden. Sehr löblich von dir, Kleiner. Aber wieso glaubst du, dass gerade du es findest? Ha, das haben wir schon seit Tagen versucht. Ohne Erfolg. Naja, aber wenn du es tatsächlich schaffen solltest, werde ich dich natürlich dafür belohnen. Ah ja. Ah ja. Sergio. Ahoi. Yo, Buddy. Kennst du einen guten Witz? Kennst du einen guten Witz? Ja klar, pass auf. Drei Nutten sitzen am Hafen. Eine Blonde, eine Brünette und ein Rotschopf. Sagt die Blonde zu der Brünetten. Den kenne ich schon. Gut, den Schlüssel haben wir schon. Ich habe deine Rüstungsplatten. Du hast was? Och, du bist ein ganz mieser Dieb. Genau wie du. Haha, geil. Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Ja, das ist ja auch was. Was ist denn den ganzen Kisten? So schwer wie die sind, müssen da Steine drin sein. Weißt du, was drin ist? Das meiste sind Handelswaren. Gewürze, Felle, so ein Zeug halt. Und wem gehört das? Jetzt gehört hier alles dem Orden. Die benutzen das Lagerhaus für ihre eigenen Zwecke. Und wofür? Sie lagern seltsame Artefakte ein. Sachen aus den Ruinen. Jetzt sind wir mal über die. Nö, 50 Gold immer die. Hallo? Da haben wir die. Die ist gerade abgenommen. Nee. So, auf dem Schiff ist nix. Bist du. Du bist Was immer ist? Noch Sergio? Sergio. Und. Haben wir hier hinten noch was? Eine Pflanze? Ein Hocker. Da hat jemand einen Hocker rausgeschmissen. Oh Mann, der arme Hocker. Okay, aber hier hinten gibt's nichts.
Oh, der hat dasselbe Schild wie ich. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Du, können wir mit dem Typ da... Hey du, was lungerst du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Sorry. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Erzähl keinen Unsinn, du Schwachkopf. Was glaubst du, warum ich hier Wache halte? Alles in Ordnung? Und? Alles in Ordnung? Der Letzte, der versucht hat, dir was zu klauen, hat ordentlich... Genau, also hier können wir auch nochmal den geilen Kriegsschild klauen. Also halt deine Finger bei dir. Aber wir bräuchten den Zellenschlüssel. Du Hundesohn hast meinen Zellenschlüssel geklaut. Ist nicht wahr. Mach, was du willst. Aber weh, ich krieg wegen dir Ärger mit den Weißen, klar? Nicht, dass er zurück... Okay, das Gespräch hat sich erledigt. Was haben wir hier? Ein schönes Bett. Kapitän Romanov. Wasserfass, Bett. Okay. Hi. Ha, wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat. Toller Holzbalken. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Wo ist dein Gold? Ach, du bist Pirat. Gar nicht. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Hä, du bist kein Pirat? Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha, sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren. Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So. Und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Nö, wir kennen dich gar nicht. Aber so ist es gewesen. Okay, dann glauben wir dir. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Der aufkommende Sturm. Der Doktor kommt. Du magst Inquisitor du nicht, oder? Den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Die Tür so. wie lange sitzt du hier schon? Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Dein Gold? Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlecht. Die Kneipenwirtin sucht ihren Vater. Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere. Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm noch mal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Interessant. Okay. Wer könnte wissen, wo wer sich könnte der wissen, aufhält? Wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Wo ist deine Mannschaft? Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel. Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasili, oder? Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Jetzt go! Da Stahlbart eine Baracke. Hat eine Baracke hier in der Stadt. Verdammt! Woher weißt du das? Vasili hat es mir erzählt. Warum geht er nicht gleich zu Patty damit? Er soll Patty bewachen.
und die Schnauze halten, verdammt nochmal. Es ist zum aus der Haut fahren. Wozu lässt du Patty bewachen? Du scheinst ja sowieso schon fast alles zu wissen. Also, hör gut zu. Gregorius Stahlbart, dieser elende Hundesohn, ärgert mich schon seit vielen Jahren. Immer wieder lieferten wir uns erbitterte Kämpfe. So wie auch letzten Winter vor den Riffen von Argorosch. Auf den Planken seines eigenen Schiffes hatte ich ihn schon fast am Boden. Doch dieser feige Mistkerl entkam abermals. Und als wenn das noch nicht genug wäre, hat er mir auch noch meine wohlverdiente Beute gestohlen und die Hälfte meiner Männer getötet. Seitdem ist Stahlbart wie vom Erdboden verschluckt. Man könnte sagen, Patty und ich haben dasselbe Ziel, dasselbe Schicksal. Wenn ich Patty auf der Suche nach ihrem Vater folge, werde ich am Ende die Erfüllung meiner Rache finden. Okay, du kannst übrigens gehen, gell? Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum gehst du nicht? Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck stört dieser Holzbalken und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Du willst ihn unterstützen? Ein bisschen windig in deiner Zelle. Bisschen windig, komm, jetzt geh doch einfach raus. Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich doch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen diese stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Okay, dann machen wir das. Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Ha, er vertraut uns. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden. Was? Aber beeil dich. Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle. Klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle. Was? Lass das quatschen. Beweg dich. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, weil jemand klingelt an der Tür. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter.